So, wir sind im Habisco Nationalpark. Richtig. Und wir laufen jetzt den Kungsleden. Am Anfang oder am Ende des Kungsleden, je nachdem, wo man anfängt. Ja, der Kungsleden ist einer der schönsten Wanderwege der Welt, habe ich gelesen. Und der ist 34 Kilometer lang, das schaffen wir heute nicht mehr. Aber wir machen jetzt mal ein paar Meter, laufen wir mal. Ne? Ein paar Meter machen wir jetzt. Und wir nehmen euch mit in den Habisco Nationalpark. Schnuppertour, auch sehr schön. Also mitkommen, los geht's! Auch zu diesem Video gibt es wieder einen zugehörigen Blogbeitrag auf meinem Blog. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung unter dem Video bei YouTube. Und auf diesem Beitrag habe ich noch weitere Informationen zusammengestellt. Links auf den Parkplatz, wo man hier hinfahren muss. Und natürlich auch wieder eine GPS-Wanderkarte zum Runterladen und so weiter und so weiter. Der Nationalpark Habisco ist hier oben im Norden. Er ist fast der nördlichste Nationalpark hier in Schweden. Es gibt noch einen Nationalpark, der noch nördlicher ist. Das ist der Nationalpark Vatnajökull. Der ist allerdings nicht so einfach zugänglich. Laufen wir mal hier. Ja, da liegt so ein, genau da. Diesen kleinen Weg hier rund um diesen Wasserfall da. Ja. Da können wir mal rumlaufen. Und dann können wir ja rübergehen und dann hier irgendwo zu diesem Sami. Ja. Zu dieser Sami-Ansiedlung. Und dann weiß ich ja nicht, ob du dann noch mal hier hinten bis hier willst oder so. Oder ja, schauen wir mal, was das Wetter sagt und wie wir drauf sind. So machen wir es erstmal. Ein Rundweg. Könnt ihr hier so einen kleinen Rundweg gehen vielleicht noch oder so? Mal ein Stück vom Kungsleden, der geht ja hier los. Den Kungsleden machen wir gleich. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir, ne, machen jetzt den Kungsleden. Wir laufen jetzt den Kungsleden. 430 Kilometer, ne? Aber Schnellschritt. Mit einem Mal durch. Kilometer, du hast es geschafft. Die letzten Meter. Ja, wir schaffen es. Ja. Aber die Schweden sind kreativ, ja, zu Corona-Zeiten, ne? Also Hygiene und Abstand halten die, ja. Abstand ist hier, glaube ich, kein Problem. Und zum Händewaschen gibt es hier den Wildnis-Handwaschautomaten. Funktioniert dann ungefähr. So. Ja, nicht mal so doof, die Idee. Ja, cool. Super, wird sofort ins Mobil gebaut. Stimmt, das ist eine gute Idee. Der Händetrockner ist auch gut. Thank you.
wir haben endlich wieder Sonne nach einer Woche üblem Regenwetter und Nebel und Suppe. Ist noch ein bisschen zugezogen teilweise die Gipfel hier leider. Hier ist nämlich ein grandioses Panorama, aber vielleicht zieht es ja noch weiter auf. Zum Glück habe ich einen Draht zum Universum hier. Also danke, Uni, weil es ist wieder bestes Wetter. Voll geil, oh Mann. Jetzt können wir nochmal das ganze Panorama hier genießen. So, hier ist noch ein Nachbau eines Sami-Dorfes mit den typischen Behausungen. Das schauen wir uns jetzt mal an.
und dann mit Grasnarben abgedeckt. Birkenrinde, ja. Abisko Nationalpark. Wir haben jetzt hier eine ziemlich große Wanderung gemacht, also schon fast den ganzen Kungsleden. Wir sind einfach hier so ans Wasser gegangen, dann hier in so eine Runde der Schlucht entlang und dann sind wir jetzt hier nochmal eine kleine Ecke hier und wieder zurück. Und der ganze Nationalpark sieht so aus. Michael, und? Willst nicht mehr ins Bild? Ja, ich würde sagen, es war wirklich nur ein Schnupperbesuch. Auch der Abisko-Nationalpark ist so riesig, da muss man wirklich mal eine Mehrtagestour machen, wenn man das Ganze in seiner ganzen Brillanz entdecken will. Aber es war super schön. Also es ist auch geeignet, um einfach mal so ein bisschen zu spazieren. Ne? Also es war schon ganz, ja, war ganz okay. Die Schlucht ist richtig schön. Das Ziel ist ja nicht irgendwo jetzt den ganzen Nationalpark zu machen, sondern auf den Wegen. Ja. Also für mich jedenfalls auf den Wegen irgendwas zu entdecken, irgendwas Schönheit. Irgendwas gibt es immer, wenn eine schöne Blume, eine schöne Schlucht oder sonst irgendwas, so tolle Sachen. Ja. Also ist für mich das Wichtigste. Muss nicht jetzt unbedingt, ich muss zu dieser Hütte oder so. Das, also für mich zählt das nicht unbedingt. Ist genau. Zwar schön, wenn man es auch mal macht, kann man machen. Aber wir haben so viele Kleinigkeiten entdeckt, war schon schön. Ja, das ist auch genau mein Motto. In diesem Sinne, ich verlinke euch wieder Informationen unter dem Video auf meinem zugehörigen Blogartikel. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Da kommt die Bahn. Wir müssen uns beeilen.